Was nicht ins Bild gehört. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Villa Philipp. Immer wenn wir ein Foto machen, legen wir unser Augenmerk auf das Objekt, welches wir abbilden möchten. Schließlich wollen wir ja eine bestimmte Wirkung beim Betrachter erzielen. Aus diesem Grund ordnen wir zum Beispiel eines oder mehrere Objekte nach bestimmten Regeln in dem Bildausschnitt an. Diese Regeln legen genau fest, was an welcher Stelle im Foto zu sehen ist. Das gilt für das Hauptmotiv und für alle anderen Bildelemente. Die ganze Prozedur nennt man dann Bildaufbau oder Bildkomposition. Die Bildkomposition bestimmt nicht nur die Blickrichtung des Betrachters, sie bestimmt auch die Funktion des Bildes. Und damit sind wir auch schon beim Problem bzw. beim Titel dieses Podcasts. Nämlich der Frage, was gehört nicht ins Foto? Anders gefragt, was wollen wir nicht im Bild haben? Lenken wir unseren Blick weg vom Model oder vom Objekt, das wir ablichten wollen. Betrachten wir die Randbereiche unseres festgelegten Bildausschnittes. Gibt es dort Elemente, die stören? Elemente, die dort nicht hingehören? Oder Elemente, die eigentlich keine Funktion haben? Fragen wir uns, wird dadurch der Fokus vom eigentlichen Motiv abgelenkt? Werden Elemente angeschnitten? Und wie ist die Wirkungsweise dieser Elemente auf das gesamte Bild? Fragen wir uns, wie wir diesen Eindruck verändern können. Zum Beispiel durch Veränderung der Position, der Perspektive, dem Blickwinkel oder den Ausschnitt. Ändern wir es so lange, bis das störende Element beseitigt ist. Versuchen wir, das Motiv zu isolieren. Es soll für sich selbst sprechen. Wer damit Schwierigkeiten hat, sollte es einmal mit längeren Brennweiten versuchen. Die Fotos wirken ruhiger, weil durch die längere Brennweite etwas von der Dynamik aus dem Bild herausgenommen wird. Auch der kleinere Bildwinkel führt eher dazu, dass der Fokus da ist, wo er sein soll. Die Aufmerksamkeit und Arbeit vor dem Auslösen der Kamera lohnt sich in jedem Fall. Auch wenn man nur unnötige Zeit in der Nachbearbeitung einspart. Geben wir dem Bild, das wir erstellen möchten, einfach mehr Zeit. Stellen wir Qualität vor Quantität. Wir arbeiten dadurch langsamer, bedächtiger, ja sogar stressfreier. In der Summe allerdings schneller. Aber das ist ein Thema für einen weiteren Podcast hier auf diesem Kanal. Benennen wir den aber heute schon als digitalen Detox. Anfangs sprach ich davon, wie wichtig es ist, Störungen aus einem Bild zu entfernen. Doch manchmal kann es auch sinnvoll sein, bewusst eine Störung in die Komposition zu platzieren. Dieser Störfaktor hat dabei die Aufgabe, die Blickrichtung des Betrachters zu beeinflussen und die Betrachtungsdauer zu erhöhen. Anders und provokativ gesagt, es gibt kein schönes Foto. Ein Foto muss eine Funktion erfüllen oder einen Störfaktor haben. Beides soll jedenfalls die Aufmerksamkeit beim Betrachter wesentlich erhöhen. Auch dazu mehr in einem der folgenden Podcasts. Ich hoffe, dass dir der Beitrag gefallen hat. Wenn ja, gib uns ein Like. Für Anmerkungen und Anregungen benutze die Kommentarfunktion unten und wenn auch nicht erfolgt, abonniere unseren Kanal. Ach, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Denn dann erhältst du automatisch Bescheid, wenn ein neuer Podcast online geht. Ich sage auf Wiedersehen. Mein Name ist Manfred Kanacher. Bis bald.